Was ist eigentlich Autismus? Die Symptome richtig zu interpretieren, ist auch für Experten eine Herausforderung. Der 2,5-jährige Lukas nimmt deshalb an einer Studie der Uniklinik Frankfurt teil. Als sogenanntes Kontrollkind. Er selbst entwickelt sich bisher ganz normal. Doch was sind die ersten Anzeichen für Autismus im Kleinkindalter? Um das genau zu erforschen, untersuchen die Wissenschaftler des Autismusforschungszentrums das Blickverhalten der Kinder. Betrachten Autisten ihre Umwelt mit anderen Augen? Was wir herausfinden möchten, ist, wie sich das Auge bewegt. Und zwischen Kindern mit Autismus und ohne Autismus scheint es da bestimmte Unterschiede zu geben. Wir wissen beispielsweise, dass Kinder mit Autismus viel weniger auf soziale Reize schauen. Beispielsweise emotionale Gesichter oder auch biologische Bewegung. Das wissen wir sehr gut. Was wir noch nicht so gut wissen, ist, warum das Ganze der Fall ist. Es geht los. Helfen soll dieses Gerät. Ein Eye-Tracker. Während Lukas mit seinen Augen die Bewegungen auf dem Bildschirm verfolgt, erfasst der Eye-Tracker, wie lange sein Blick auf bestimmten Gesichtern und Figuren verweilt. Wie reaktionsfreudig sind seine Augen? Wo bleibt seine Aufmerksamkeit am längsten? Und welche Emotionen sprechen ihn an? Erste Ergebnisse zeigen, Kinder mit Autismus fixieren ihren Blick länger auf bestimmte Punkte. Sie haben Mühe, ihre Aufmerksamkeit neu auszurichten. Der Blick für das große Ganze fehlt. Was wir uns davon erhoffen, ist, dass wir nun einen besseren Einblick darauf bekommen, Autismus vielleicht früher festzustellen. Dass wir sagen können, wir finden hier vielleicht einen Marker, das Blickverhalten, und können daraus ableiten, ob vielleicht eine Diagnose vorliegt. Denn im Moment können wir die Diagnose anhand des Verhaltens erst im dritten Lebensjahr wirklich gut stellen. Je früher die Diagnose, desto früher kann eine Therapie helfen. Neben den Augenbewegungen haben die Frankfurter Forscher noch andere Hinweise gefunden. Im Gehirn. Klinikdirektorin Christine Freitag leitet das Autismus-Therapie- und Forschungszentrum. Anhand von Hirnscans untersucht ihr Team die Gehirnanatomie von Autisten. Deren neuronale Netze sind offenbar anders verschaltet. Könnte eine frühere Diagnose das Leben der Betroffenen verbessern? Es gibt schon eine Hypothese, je früher man richtig fördert, desto plastischer ist das Gehirn und desto mehr kann bis zu einem gewissen Grad auch kompensiert werden. Doch die feinen Unterschiede im Gehirn zu erkennen, ist nicht leicht. Die Neurowissenschaftlerin Christine Ecker nutzt dafür eine Software zur Mustererkennung. Algorithmen untersuchen hunderte Hirnscans und berechnen Wahrscheinlichkeiten, mit denen sich Autismus vorhersagen lässt. Die frühe Vorhersage ist besonders wichtig, jetzt zum Beispiel bei, wenn es in der Familie schon jemand mit Autismus gibt. Denn da ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher. Und da wäre es schon interessant, also wenn es schon ein Geschwisterteil mit Autismus gibt, da könnte man sehr früh anfangen zu scannen und dann auf Basis der Modelle so eine Vorhersage erstellen. Noch ist eine Diagnose per Computer Zukunftsmusik. Auch die Analyse der Augenbewegungen muss intensiver erforscht werden. Doch je früher die ersten Anzeichen von Autismus gelesen werden, desto schneller lassen sich Therapien entwickeln, um den Kindern zu helfen.